Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Part Nummer 3 vom Spiel Mad Max. Ja, wenn ihr rechts oben ab und zu mal was aufploppen seht, nicht wundern, ich stream das gerade nebenbei. Einfach, ich dachte mir, ja, Blazy bietet's an. Drück's mal drauf. Drei Leute gucken schon. Von daher, kostet mich nix. So, wir beginnen die nächste Mission. John Bucket. Hey, man! We need parts, scarce as they are. Help me gather all this scrap. I'll fashion a harpoon. Boah, wie er aussieht. Was geht denn? Die Arbeit der Rechtschaffenen. Ja, dann würde ich sagen, wir sammeln mal hier den ganzen Quark für ihn ein. With the harpoon, Saint, we'll gain entry into many sealed places. May also prove to be useful in battle. How so? We could use it to defeat enemies, rip off doors, even wheels. Ist jetzt natürlich nicht gerade schwer, das alles zu sammeln. Just junk and parts. Ah, yeah, but the jag tip, it's not here. See, it's not here at all. Yeah, it's in my bunk. For it's just there for safekeeping. Ich schaffe den Widerhaken. Na dann ab ins Auto. Können wir das? Können wir das? Können wir das? Wir können es nicht. So, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Darf er ausweichen? Da war Rennen. Gut. So. Wir können da hoch. Können aber auch Wasser. Ui, der hat einen Wasserspeicher. Meine Wasserflasche ist eh noch nicht voll. Ah, der Wasserspeicher geht auch leer. Ah. Ich verstehe. Aber dafür haben wir jetzt wieder eine volle Flasche. Würde ich sagen. Gehen wir mal in sein Bett. In sein Bett. Boah, voll die Hängematte. Aus einem riesen Monster-Truck-Autoreifen. Bequem. So, haben wir noch irgendwas, was wir finden können? Natürlich nicht. Wenn der Hunchback delivers, this harpoon will be very useful. Natürlich wird sie nützlich sein. Und abrollen. Got the jag tip. Willkommen in der Werkstatt. Hier wird Ihr Magnum Opus gebaut und angepasst. Harpune ist im Missionszimmer markiert. Gehe nun dorthin und montiere die Standard-Harpune. Ja, machen wir doch mal. Standard. Schrott beschaffen, um eine Standard-Harpune anzubauen. Standard-Harpune. Ahoi, hiermit können wir ganz leicht die Türe unserer Feindliche abreißen. Na dann. Bauen wir. Kenne ich nix. Erfolgreich installiert. Standard-Harpune. Max hat genug geschossen. Ein Rammgitter. Ja, jetzt wird's interessant. Klar, machen wir. 10 Schrott. Und wie viel habe ich? 143. Was geht? Können wir ja hier. Hier Knight Rider hier Kit draus machen. Guck mal, wir können auch Panzerung machen. Können wir nicht. Ist natürlich noch nicht freigeschalten. Okay, das haben wir schon ausgewählt. Ich denke mal, die sagen auch immer an, wenn man, ja, also hier ist nichts weiter. Muss man sich freispielen, okay? Wir haben Biografie, Charaktere. Genau, die zeige ich auch mal kurz. Der gute Max. To find peace, I must reach the plains of silence. To reach them, I need a machine as good as the Black on Black. Or better. Oder noch etwas Besseres. Ja, Max ist ein Einzelgänger auf der Flucht vor sich selbst und seiner Vergangenheit. Genau. Ich mach mal hier wieder. Zack. Zack. Wie gesagt, ich will mich da auch nicht lange dran aufhalten an diesem Rumgelese. Das ist dann doch etwas viel und wir wollen ja knackig durchs Spiel kommen. Genau, einfach auf Pause drücken und dann passt das. So, wir haben. All the riches of these lands are mine. All of Gastown. Ist mein! Boah, träum weiter, Diggi. So. Dann gucken wir mal. Genau, einmal Pause drücken, wenn ihr es lesen wollt. So, zack, ersetzt. Weiter, zack. Und das letzte. So. Dann haben wir noch. Oh,
Son Bucket. I can make you become steel real, my angel. I can build your corpus and ignite your sacred fuel. True, but only the warrior saint can drive you. Yeah? That is why you send him my way. So, John Bucket ist da ein genau. Einfach Pause drücken. Ich versuche immer hier so, dass alles zu lesen ist. So. Biografie. Da zeige ich es trotzdem noch neu an. Ach! Kit! My car was taken and destroyed. I must build me a new one. Better and faster than the black on black. Max von vielen begehrtes Überlebensfahrzeug. So. Könnt ihr wieder Pause drücken? So. A magnum opus. Alter. My life's work. She is the angel combustion, becoming flesh or steel, as it is. Since the angel combustion sent me the warrior saint, I am sure of my destiny. Das schnellste, gefährlichste und außergewöhnlichste Ein-Mann-Überlebensfahrzeug, das im Ödland je gebaut wurde. Noch haben wir es nicht, Digi, noch haben wir es nicht. Aber es steht immer noch neu da. Check ich nicht, aber egal. Ach so, wegen der anderen Sache. Die Armee. Haben wir den hier noch? Warpoops. Der Warpoops. Schau mich an, fürchte mich. Weißt du, zu wem ich gehöre? Naja, komm. Und zack. Haben wir hier noch einen? Dieser komische Panzer. Ey, komm, das mache ich mal in einer extra Folge. Da gucken wir uns die mal alle an, wenn ich alle freigespielt habe. Genau, weil das ist mir jetzt echt zu anstrengend. To stand a chance, she'll need nitrous. I know how, but we'll need the parts. We just get them. It'll be easy with the harpoon. Yes, but first, Scrotus war boys are out there. And if we don't weaken their numbers, why, it'll mean the end of you, me, and the magnum opus. All right, let's do it. Let's do it. Können wir jetzt mit dem? Ja, können wir. Ring, ring. Those metal monsters? Scrotus war boys, put them up to mark their turf. Bring them down for good. Ramming could damage your front, but it should work. So, jetzt muss ich aber noch ganz kurz hier auf Pause gehen und auf die Einstellung, weil mir genau der Sound, Musiklautstärke ist halt. Die machen wir ein bisschen runter. Effektlautstärke auf jeden Fall runter, weil dann knallt das immer so übelst laut. Da bin ich nicht so ein Fan von. Dialog bleibt oben und Video an sich bleibt auch oben. Genau, machen wir mal den hier nochmal ein bisschen runter und dann doch das hier auch noch. Ist einfach vom Sound her, dann versteht man mich besser, dann ist der Sound nicht so übertrieben im Spiel und genau. Ja, dann würde ich sagen, fortsetzen. Ab geht er. Wisst ihr, jetzt ist das Auto auch nicht ganz so laut, das ist schon ganz in Ordnung so. Benutze die RAM. Ah. Vogelscheuche. Ich möchte mal diese Dings benutzen. Die Harpune. Boah, wie er da einfach gegenfährt. So, hier oben haben wir noch was. Ah, noch so ein Ding. Better use the harpoon for this. Die Harpune. Wang, wang. Feuer. Boah, geil. Komm, zieh's um, zieh's um. Komm, das war jetzt aber schon schlecht. Dass das dann von mir wegkippt und nicht zu mir hin, wenn man das zu mir hinzieht. Egal. Komm, wir haben da noch eins. Da oben. Ärgern wir die richtig schön und dann kommen die bestimmt aus ihren Löchern gekrochen und wollen mich töten. Dann gibt's endlich wieder Action. So. Der Typ hinten, der muss da runterfallen. So. Feuerwerk.
Boing. Oh, die Karre, ey. Ah, hier gibt's doch Teile zu finden. Steig mal aus und nimm das. Nimm es. Ah, 14 Schrott. Immerhin. Ja, für die Zukunft an die, die vielleicht ab und zu mal bei Twitch gucken. Und mich da, genau, ich glaube, wenn man mich da abonniert, folgt, wie auch immer, was man da machen kann. Ich kenne mich mit Twitch noch nicht so gut aus. Und ihr dann eine Mail kriegt, dass ich streame und da steht without voice, dann seid euch sicher, dass ich eure Kommentare zwar sehe und ihr dann vielleicht, genau, ihr seht dann, wenn ihr was schreibt, seht ihr meine Antwort oder hört meine Antwort dann im Let's Play. Genau. Aber meine Stimme hört ihr halt nicht über die Blazy. What's the purpose of these camps? Oil. Schreibt schon der Erste. Kaum sage ich's, schreibt der Erste. Ach, guck mal, einer ist wieder weg. Ah, hier oben können wir wieder spionieren. Ich war noch gar nicht fertig. Mal weg. So, weiter geht's. So, schreiben wir den mal kurz. Let's see. So, was sehen wir denn Schönes? Warcrier. Die einzige Aufgabe eines Warcriers ist es, die Bewohner eines Lagers zusammenzudrommeln und sie in wilden Kampfrausch zu versetzen. Wenn sie gestärkt wurden, sind diese Kämpfer gefährlicher. Beseitige um nicht. Okay. Flammrohr. Als Teil der äußeren Verteidigungslinie eines Lagers schützt das Flammrohr den Haupteingang des Lagers mit einer gefährlichen Feuerwand. Ja, toll, die Feuerquelle ist ja logisch. Ich würde sagen, haben wir alles gesehen, denke ich. Da haben wir noch was. Sniper out front. Als Teil der äußeren Verteidigung eines Lagers suchen Lagersniper das Ödland nach möglichen Bedrohungen ab. Sie können Eindringlinge aus großer Entfernung erkennen und. Okay. 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 Die äußere Verteidigungslinie wird oft durch eine Vielzahl von Methoden geschützt. Wenn man sich dem Lager nähert, herrscht dort Alarm. Füllt hat, wird der Verteidigungslager gestärkt und deutlich gefährlicher. Camp is light defenses. I'll deal with them before entering. So, dann wollen wir mal. Wing, wing. Können wir hier eigentlich. Ah, hier können wir auf Harpune wechseln. Würde ich sagen, reißen wir mal den Spion den Kopf ab. Machen wir ihm mal ein zweites. Ihr wisst schon. So, langsam häufen sich die Zuschauer. Ich komme da nicht ran. Boah. Boom, Junge. Und Rückwärtsgang. Und runter. Bam, Junge. Wang, wang, wang. Ja, die Harpune ist schon echt vorteilhaft. Batz. Ja, ich würde sagen, ich muss aussteigen. Wait here. Moment. Vielleicht kann man ja auch. War ja klar, dass man nicht so weit kommt. So. Ja, das haben sie schon mit Absicht gemacht, so eine unsichtbare Wand. Sieht man schon, vorne. Na gut. Jetzt müssen wir den da oben irgendwie runterholen, aber
Aber wie holen wir den da runter? Wenn du dich dem Himmel näherst, schlägt er Alarm. Wenn sich die Alarmanzeige vollständig gefüllt hat, werden Gegner stärker. Naja, ich muss hier aber nochmal weg. Kommen die auch mit? Natürlich kommen die nicht mit. Der wirft einen Stein, ich fass es nicht. Ah, ich bräuchte halt eine neue Waffe, aber ich habe keine. Würde ich sagen, rollen wir hier mal schnell weg. Ja, erstmal. Ja, ich komme ja nicht an den ran, den Drecksack. Bräuchte Munition und die habe ich nicht. Ah, ich könnte aber. Komm, wir machen das auf die harte Tour. Wir hauen die erst alle um und dann haben wir gerade noch eine Trophäe bekommen. Gut. Oh, da hat er mich erwischt. Komm mal ran, Diggi. Boah, bam, bam. Zack, da liegt er lang und jetzt können wir uns hier. Jetzt holen wir den hier mal runter. Oh oh. Drecksack. The black one back is gone. They left nothing. Speichert. So, jetzt werden wir den Schrott einsammeln. 1 von 10, okay. Also Augen offen halten im Straßenverkehr. Da ist noch was. Die 100 müssen wieder erreicht werden. So. Hier noch irgendwo was? Nö. Gut, weiter geht's. Historisches Relikt gefunden. Drehen. We miss you. Come back soon. Okay. Will I ever come back? Gotta get to that pump and destroy it. Mach's kaputt. So. Was willst du denn? Komm mal runter, Diggi. Ist wieder so ein Starker. Boah, wie er rumschreit. Und an der Wand. Komm, geh kaputt jetzt. Ich mag dieses Kampfsystem, habe ich das schon mal erwähnt. So. Man kommt ja hoch. Oh, was geht denn? Ist mal gar nicht so windig. Ist das laut auf den Kopfhörern? Dark King hat gerade geschrieben. Wie macht der Zug? Noob, noob. Hier haben wir wieder Schrott. So, da haben wir schon mal 4 von 10. Ich rieche Wasser. Er läuft. Im wahrsten Sinne. So, zieh durch, Diggi. So, und jetzt füllen wir noch den Rest auf. Zack. Wollen wir da wirklich rein? Ah, das musst du auch kaputt machen. Ah, ich verstehe. Ja, dann bleibt uns ja nichts anderes übrig als hier rüber.
Boah, das Geräusch geht mir so auf den Sack gerade. So, hier zieht's nicht mehr, aber ich habe den leichten Verdacht, ich muss da hoch. Wenn ich alles finden möchte. Und das möchte ich ja. Jetzt ist wenigstens der scheiß Dings aus. Der scheiß Wind. Ah, hier haben wir nämlich noch Schrotti. Munition. Ja. Einmal nachgeladen. Und runter. Die hebe ich mir diesmal auf. Him again. Natürlich bin ich, wenn ich einen Solo spiele, nicht auf MTS. Jemand fragt gerade, ob ich auf MTS bin. Warte mal, da hoch oder hier hinter? Ich glaube eher hier hinter. Okay, doch da hoch. Natürlich müssen wir bestimmt dahinter, um weiterzugehen, aber ich will ja alles finden, von daher denke ich eher hier hoch. What do you want? Time is built to this, Wanderer. Your path, however crooked, has led you straight to here. Our work, yours and mine, must soon commence. Come find me when your spirit is ready. Okay. Zerstöre die Ölpumpe. Und die ist sogar da hinten. Ich will die aber noch nicht zerstören. Ich will erst... Oh, ist das dunkel hier? Ich will erst... Bup. Ich will erst alles finden. Hier haben wir wieder Muni. Das sieht doch gut aus. Ah, da haben wir das nächste Siegel. Wie sollen wir das denn kaputt machen? Zerschießen oder was? Naja, umsonst gibt es ja hier keine Muni. Wie der Controller wieder nachlädt. So, weiter geht's. So, dann würde ich sagen, jetzt müssen wir auf jeden Fall da hoch. Wo der mysteriöse Fremde ist. Wer auch immer das ist. Na, wer seid ihr denn? Während Max im Bodenkampf aktiv ist, baut er Wut auf. Wenn er genug Wut angesammelt hat, wechselt Max in den Wutmodus, in dem er all seine Schläge noch... In dem all seine Schläge noch stärker sind. Max bleibt im Wutmodus, bis die Anzeige geleert ist, beziehungsweise alle Feinde in der Nähe besiegt sind. Na ja. Bam, 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 bam. Oh, jetzt haben wir hier. Jetzt sind meine Angriffe noch stärker und kriege ein Combo und so. Was willst du? Zack, zack, zack. Zap, zarab. Ein Tier, eine Maschine. Destroy the pump. Make it so that there's no reason for them to come back. Zerstöre die Ölpumpe, indem du sie mit einem Treibstoffkanister hochjagst. Machen wir sofort. Ich will nur kurz gucken, ja. Den können wir zum Beispiel noch beklauen. 4 Schrott. Alt. Und wir können hier auf jeden Fall noch die Sachen erledigen. Zerbrechen. Bam, dann dürfen wir alle 3 haben. Fehlt mir noch Schrott. Da haben wir noch Schrott. Wie viel fehlt mir noch? Warum wird es gerade nicht angezeigt?
8 Schrott. Haben wir, also fehlen noch 2. Boah, bin ich schon wieder schlau heute. Dann gucken wir doch mal, wo wir hier noch 2-mal Schrott haben. Eigentlich habe ich doch alles abgesucht. Hier ist noch 1-mal. Ah, bestimmt da hinten drin. Ah, da oben ist es. Und damit hätten wir auch die 100% geschafft. Pam, 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 pam. Zehn von 10. So, hier hinten haben wir den Treibstoff. Fuel storage. One can do the trick. Boah, das geht da alles hoch mit ihm zusammen. Boah, lauf, Yuri, lauf! Der Sog, Ölpumpe zerstört. Fortsetzen. 100%, ui. Guck sich das mal einer an. Ja klar, da fliegt alles in die Luft. The one from the tunnels. I need to find him.